Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Wir machen weiter mit der Rettungsaktion am Berg Dingjun. Dieses Szenario ist ebenfalls Wixelor. Ich glaube, jetzt wird hier von uns erwartet, dass wir Shao Yuan retten. Weil historisch gesehen ist ja Shao Yuan, der Cousin von Cao Cao, beim Berg Dingjun durch die Strategie von Fa Zheng gestorben, beziehungsweise durch Huang Zhongs Pfeil. Fa Zheng hat Shao Yuan hervorgelockt und Huang Zhong hat dann den entscheidenden Schuss gemacht und Shao Yuan umgebracht. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich seinen Tod verhindern. Das ist doch auch mal wieder vielversprechend. Aber jetzt möchte ich euch noch kurz wieder erklären, für alle, die es nicht kennen, wie diese Schlacht überhaupt zustande gekommen ist. Ich weiß, das habe ich schon 1 Milliarde Mal gemacht, aber falls jetzt irgendwer zum ersten Mal hier reinschaut, möchte ich es trotzdem erklären. So, ich halte mich auch kurz. Wei und, falscher Film. Okay, nochmal. Wu und Shu haben erkannt, dass Wei eine große Bedrohung ist. Das heißt, sie haben eine Allianz geschlossen. Zhuge Liang hat das in die Wege geleitet, der Stratege von Shu. Und ja, sie mussten was tun, sie mussten handeln. Sonst hat Wei im Nu gesamte China erobert. Und Zhuge Liang hat sich eine Strategie ausgedacht, Wei an zwei Seiten anzugreifen. Einmal am Berg Dingjun und einmal bei Hefei. Wu griff dann Hefei an, war ein Fehlschlag, und Shu griff den Berg Dingjun an. Das war ein voller Erfolg. Und ja, das war das Ganze, was dahinter steckte. Also zwei Fronten, dass Wei die Offiziere aufteilen musste auf zwei Schlachtfelder. Das Interessante, bei Hefei waren sie in Unterzahl, haben gewonnen. Bei Berg Dingjun waren sie in Überzahl. Und was ist da passiert? Sie haben verloren. Ja, ist ein bisschen komisch, aber so ist es. Und das ist alles, was dahinter steckt. Gut, dann legen wir mal los. Rettungsaktion am Berg Dingjun. Cao Cao bewegt sich auf den Berg Dingjun zu, um seine Verbündeten zu verstärken. Entgehen Sie dem feindlichen Fallen und besiegen Sie Zhuge Liang. Gut. Machen wir das doch mal. Das herrschende Chaos führt zur Teilung des Landes in die drei Reiche Wei, Wu und Zhu. Cao Cao beherrschte zu dieser Zeit fast die Hälfte des Landes, was ihn mit Abstand zur stärksten Fraktion der Region machte. Liebe Yun Sun Quan war fest entschlossen, Cao Caos Position zu schwächen und fielen gleichzeitig vom Osten und Westen in Wei ein. Sun Quan marschierte nach Hefei, während Liu Bei auf dem Berg Dingjun in Hanzhong vorrückte. Es war die perfekte Gelegenheit für einen solchen Doppelangriff. Die Shu-Armee war besonders groß und hatte den Berg Dingjun ins Auge gefasst. Die Verteidigung des Bergs Dingjun war die Aufgabe von Shao Yuan, der schon immer Cao Cao gedient hat. Als Frontgeneral. Auch wenn Verteidigungsschlachten seine Stärke waren, so ist doch im Krieg nichts gewiss. Gu Jie war entschlossen, kein Risiko einzugehen und schlug vor, Verstärkung zum Berg Dingjun zu entsenden. Daraufhin führte Cao Cao mit ihrem Wei an seine Seite seine eigene Armee gegen den Westen. Die Moral der Wei-Truppen war gut, als sie den Berg Dingjun hinaufstiegen. Gut, ich denke, wir werden jetzt mal wieder mit Gu Jie spielen. Extreme Legends ist halt seine Stärke, denn im letzten Extreme Legends Teil, Dynasty Warriors 7 Extreme Legends, ist er erstmalig aufgetaucht als spielbarer Charakter und deswegen spielen wir jetzt nochmal, weil der passt am besten zu der Schlacht, finde ich. Gut, versuchen wir mal Shao Yuan zu retten. Einfach Fa Zheng schnell besiegen und Huang Zhong. Dann sollte es klappen. Blender Lapis. Ist ja voll der Piss hier. Inferno. Okay. Zwei verschiedene Affinitäten. Gu Jie spiele ich jetzt ganz gerne mit der Kriegskunst-Schriftrolle von Cheng Kong. Passt ganz gut zu ihm, finde ich. Aber ich hätte ganz... Achso, das... Nee, das ist gut. Ja, ich hätte ganz gerne eine Erde als Zweitwaffe lieber. Mach ich immer lieber. Erde und Himmel. Finde ich irgendwie besser. Weil wenn, Himmel mal nicht geht, wenn der Gegner ein Mensch-Attribut hat, dann kann ich zur Erdrolle wechseln und dann habe ich sogar Waffenvorteil. Also ich finde das irgendwie ist die beste Kombination. Himmel und Erde. Passt ja auch irgendwie. Himmel und Erde. So spiele ich Gu Jie.
kann den natürlich noch defensiver spielen, sollte ihn eventuell noch defensiver spielen, aber ich möchte auch jetzt nicht 100 Jahre für die Gegner brauchen. Also ich gebe euch den Tipp, wenn ihr wirklich Gugia richtig spielen wollt, nehmt noch Heilquellen dazu. Ja. Man kann ihn aber auch sehr aggressiv spielen, dann einfach nur mit Treffsicherheit und Triumphgeheul dabei packen. Aber es ist nicht so, wie man ihn eigentlich spielen sollte. Er ist ja der defensive Charakter eigentlich. Aber okay. Mit mir hier wird uns der Sieg auf jeden Fall sicher sein. Das freut mich doch, Guji. Das freut mich doch. Ach, schade. Wieder keine Zwischensequenz. Aber ich glaube, im nächsten Part gibt es eine Zwischensequenz. Gut. Wie sieht's denn aus? Schlachtenanalyse. Zhugliang, Zhao Yu und Zheng Fei, Ma Chao, Huazhong, Yu Jing, Ma Dai, Fa Zheng. Oh, kann ich mal wieder einen Fa Zheng-Spruch bringen? Haha, das habe ich auch vermisst. Yan Yan. Noch viel interessant ist dabei Zhang Yi. Li Yan. Auch erwähnenswert. Okay. Li Yan ist ein sehr guter Armbrustschütze in Romance of Three Kingdoms. Ernsthaft. Shu is really pushing back our front line. First, we must rescue Master Shaohe Yuan. And then look to tighten our defenses. So ganz schnell! Shao Yuan zu Hilfe eilen und Huazhong kommt schon einen Berg heruntergestürmt. Können wir ihn überhaupt noch retten? So, wir versuchen jetzt mal erstmal Shao Shang zu retten. Shao Yuan ist in Lebensgefahr! Und was mach ich? Wir versuchen jetzt mal Shao Shang zu retten. Boah, du machst aber wenig Schaden, ne? Ja, so spiele ich ihn ja auch. Heilige Scheiße, wie ist denn der gelevelt? 123, naja, geht auch besser, ne? Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir echt Gao Xiang erst besiegen? Ja, der hat schon Probleme, der Shao Yuan. Ja, wir sollten da jetzt mal schlägen. Ach, verdammt. Ist ein erlittenen Angriff in Gefahr. Ja, wir müssen ihn jetzt retten. Huang Zhong ist schon bereits da. Ist Shao Yuan auch hier? Ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Bist du denn? Ah doch, da ist er. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt können wir nämlich Musu Zhao machen. Und den sollten wir auch hier raushauen. Huazhong mit... Ja, mit Aura und allen Scheiß. Alles, was dazugehört. Sehr, sehr gefährlich. Wang Ping wurde besiegt. Ja, ich kann ja nichts dran machen. Hauptsache, Shao Yuan wird hier jetzt hier gerettet. Das ist ja auch im Prinzip unsere Aufgabe. So, jetzt muss ich aber echt... Ja. Boah, verdammte Scheiße. Ist das schwer. Weil Guji einfach keinen Schaden macht. So wie ich ihn spiele, aber so spielt man ihn. Früher haben wir haben ja schon so oft hier kassiert und erst die Hälfte des Lebens verloren. Das ist halt sein Vorteil. Victory sweet. Vor allen Dingen der Victory über Huang Zhong, also beeil dich mal, ey. Ja, Shao Yuan hat ja schon fast gar kein Leben mehr, ey. Wir müssen uns ja echt jetzt beeilen. Yes! Huang Zhong ist down! Obwohl es sein Fachgebiet ist hier. Und schon beim Back den Jun ist immer gefährlich in jedem DW. Und zack! Ah, jetzt muss ich echt auf. Boah, es ist so schwer gerade. Das wird echt eine fiese Schlacht, weil die Verbündeten alle schon abkratzen. Kann aber nichts ändern. Hauptsache, Shao Yuan wird überleben. So, die Illusionen erschaffen hier. Zack, das ist der neue Ex-Angriff. Der ist auch geil, oder? Da fliegen die einfach so kreuz und quer da lang. Diese Billardkugeln, so ist es ja im Prinzip. Hakuji ist immer noch der schwierigste Charakter zu spielen, finde ich. Man muss ja mal gucken, ich kann ja auch hier jetzt Billardkugeln erschaffen und dann kann ich mehr abschießen und so. Soll ja mal gucken, wie man sich das einteilt, wie man da agiert, was man zuerst macht, was man dann macht. Ob man einfach nur so drauf losprügelt. Normalerweise sollte man sich immer ein paar Billardkugeln im Vorrat... also den Vorrat mit Billardkugeln halt aufstocken. Ich weiß es ja nicht, wie die Billardkugeln sind, das nennt sie auch offiziell Dapeng-Stab. Ist das eine chinesische Billardart oder was? Ich weiß es ja nicht. Müsste ich erst googeln. Ich kenne vielleicht die Geschichte der drei Königreiche, aber ich weiß nicht, was ein Dapeng-Stab ist. Halt das, was gut hier hat, ne? Und das sieht für mich aus wie ein Billardstab und die Billardkugeln sehen auch aus. Na gut, sind keine Zahlen drauf, ne? Wäre geil, wenn es ein... Option als Kostüm gäbe für Gugia. Irgendwie American Style und dann spielt er echt mit so Billardkugeln mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drauf. Ey, wie geil wäre das denn? Das müssen wir echt aufpassen auf den Shao Yuan. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn?
Da ist er. Boah, was machst du an der Front? Bist du lebensmüde oder was? Ey, das sollte sich ein bisschen schonen. Jack Face hier. Toll, 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 toll. Scheiße. Das ist so gefährlich, Mann. Ah, er schafft deine Illusionen, wie es Shen Gong getan hat. Oh, er hat auch Probleme. Ah, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht jedem helfen. Könnt ihr auch mal was alleine? Oder soll ich euch auch noch beim Klo-Gang unterstützen? Oder beim Atmen? Ich weiß ja nicht. Ihr seid ein bisschen unbeholfen, habe ich so ein Gefühl. Ich vermute es aber nur. So ganz sicher bin ich mir nicht. Bla 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 bla, der und der flieht, ihr habt alle nichts drauf. Ist mir jetzt so egal, ob so der Shao Yuan bleibt dann lieber. Ach du, ey, du bist ja hier. Probleme gegen Zheng Fei oder was? Na gut, das kann ich ja noch verstehen. Aber auch er ist gleich Geschichte. Komm schon. Ja, Guai, toll. Erst tust du so, ne? Ich hab voll die Probleme. Ja, und jetzt stehlen sie mir hier alle die Kills, ne? Ihr seid echt Wichser. Und solchen helfe ich auch noch. Aber egal, Hauptsache wir schaffen das jetzt hier. Wo? Wo, 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 wo? Wo ist der Shaoba? Shaoba, Shaoba. Ach, da oben muss er sein, okay. Wir stehen das zusammen durch. Auf Chaos kann man echt nicht viele retten. Normalerweise habe ich es immer geschafft, alle zu retten. Ich habe auch sonst nicht mit Guji gespielt. Bin ich auch ehrlich. Mit dir, Wei, habe ich das nicht sonst gemacht, weil er haut halt am meisten Schaden raus. Zau Zau finde ich nicht mehr gut. Seit Tanks Wars 8 mag ich ihn nicht mehr. Also ihn als Charakter schon, ist klar. Aber vom Kämpfen nicht, von seinem Kampfstil nicht. Ich finde die Waffe einfach nur scheiße. Macht jetzt zwar auch so coole Illusionen, aber die machen überhaupt keinen Schaden. Und gar keine AOE, kein Bereichsschaden. Nee, 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 ist nicht gut. Ist nicht gut, ist gar nicht gut. Spielt Zauz überhaupt nicht mehr gerne. Aber okay. Das war's. Der Weg der Illusion ist schon mal erfolgreich verteidigt worden. Zeit für einen Gegenangriff. Shutrum ziehen sich zurück. Von wegen. Wenn hier noch ein Offizier ist, der wird noch schön beim Rückzug vernichtet. Nehmen Sie sich zum Schwurfquartier. Meinen Sie irgendwelche Fallen oder was? Ja, schau, Yuan hat Probleme. Was soll ich da machen? Kann ich ständig deinen Leibwächter spielen? Das geht nicht. Darf der überhaupt sterben? Ich glaube nicht, ne? Doch, der darf sterben, WTF, aber ich möchte eigentlich nicht, dass er stirbt. Ach, egal. Wir machen jetzt unser Ding hier. Das ist der geilste. Zack, zack. Bam, 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 bam. Und tschüss. Das war's mit ihm. Nee, immer noch nicht. Boah, du machst keinen Schaden, Guji. Ja, du machst einfach keinen Schaden. Jetzt hab ich hier so eine geile Aura kurzzeitig gehabt. Was soll das denn? Die Erleuchtung. Da stand doch irgendwas vor Erleuchtung. Da, Erleuchtung 9. 5. Ja, kleiner TV-Karten-Screen. Die Erfolgen reichen. Naja, das hat damit nichts zu tun. Fühlt sich die Wutleiste. Also, der Musuzorn. Mitsu! Mitsu, 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 Mitsu! Ach, du bist ja der ganz kleine, süße Mitsu! Ach, ja! Nee, Quatsch. Ja, Mitsu, der stärkste Offizier von Tao Qian damals. Ist jetzt aber nicht sehr stark, ne? Ich denke nicht, dass ich sie jetzt irgendwie ein Shaker wie Wenping bei Liu Biao zum Beispiel. Der auch nicht spielbar ist, warum auch immer. So ein wichtiger Offizier, Wenping. Nicht spielbar, ich kann es nicht verstehen. Wer übrigens auch spielbar werden könnte, fände ich nice, auf jeden Fall. Zhang Ren, der Pang Tong erschossen hat, ne? Hat jetzt auch keine wichtige Rolle im Prinzip, aber ich fände es irgendwie nice, wenn er spielbar wäre. Ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von ihm, aber ich würde es irgendwie begrüßen. So besiegen sie Zhang Bao, der die Kontrolle über die Ballisten. Achso, wir sollen die Ballisten vor hinten ausschalten, ne? Es wird nicht direkt ins Sperrfeuer gehen. Okay, jetzt verstehe ich Gujias Plan. Was? Komm! Komm doch her, du Lappen! So, das war's. Ja, wenn schon, möchte ich die jetzt auch gerade ausschalten. Aber jetzt geht's wieder nach Zhang Bao. Dass die Ballisten da mal außer Gefecht setzen können. Ja, und wie? Zau Zau geht einfach durch, ne? Der ist jetzt schon bei Ballisten. Das ist doch ein Penner. Wir haben jetzt hier nicht diesen Schleichweg genommen. Ja, im Endeffekt bemerken die uns doch sowieso. Was für ein Schwachsinn. Gut, hier, dein Plan ist ein bisschen nierenlos. Aber okay.
Ready to face me? Ja, ich habe hier Probleme. Ich stehe nicht unter Beschuss. Ich werde gleich zum Schweizer Käse verarbeitet. Finde ich gar nicht so nice. Aber wenigstens die Balliste kaputt gemacht. Kaputt gemacht, meine ich natürlich. Oh Mann, nervt doch nicht. Wo ist denn der jetzt? Da bist du. Und stirbt! Wie er nichts mehr gemacht hat. Er stand doch nur so rum, ne? Das war gerade ein bisschen komisch. So, und da sind sie außer Gefecht. Schön. Schön, schön, schön. So will ich das sehen. Ciao, Jun. Ach komm. Soll ich dein Ernst? Ich bin VIP, ich darf da durch. Und wenn nicht, wenn du meinst, dass ich da nicht durch darf, dann werde ich mir diese Lizenz mal gerade so eben kurz an den Nagel reißen, ne? Vor allen Dingen reiße ich gleich an deinen Nägel, wenn ich mit dir fertig bin. ja, schön für deine Haare hier. Du kriegst eine Kugel. In deinem blöder Musu zu Ende ist, bist du direkt gefangen und landest direkt in meinem Wutausbruch. Wieder mal meisterlich gespielt hier. Wieder ganz großes Kino hier. Ernsthaft, ich habe hier manchmal, also in manchen Spielen stelle ich mich echt blöd an. Jump'n'Runs manchmal. Manchmal habe ich einen schlechten Tag bei Jump'n'Runs, dann kann ich einfach gar nichts. Und bei Dice World ist es so, dass ich immer sehr, sehr viel Skill habe. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Wenigstens etwas, was ich kann, ne? Dynasty Warriors spielen, ne, ernsthaft, das kann ich wirklich. Auch den sehr schwierigen Teil Dynasty Warriors 3 auf sehr schwer zu spielen. Das ist wirklich eine große Kunst. Ich freue mich auf Dice Wars 3. Ich werde auch extra dann ein paar Mal gegen Lubu kämpfen. Auf sehr schwer, weil viele ja meinen, das ist unmöglich. Nix ist unmöglich. So schwer ist es gar nicht. Ich krieg den locker weg. Auf sehr schwer. Hört sich jetzt blöd an, ne? Aber es ist so. Ja gut, wenn ich ein, zwei Mal getroffen werde, dann bin ich auch tot. Ist klar, aber ich werde ja nicht getroffen. Hört sich arrogant an, aber ich hab schon Skill in Dice Wars 3. Zumindest ist mit Sauzo. Das ist der Charakter, den ich da am besten und am liebsten spiele. In DW3. Na gut, und sind wir hier, aber mit dem habe ich halt nicht so viel Skill wie mit Zorzau. Ich behaupte auch von mir selbst, dass ich es nur mit Zorzau schaffe, Lubu zu besiegen. Aber immerhin besiege ich ihn doch sehr schwer, ne? Da hieß das noch nicht Chaos, dann ist es einfach sehr schwer genannt. Also denkt euch da nichts bei. Ach komm, das nervt hier mit den scheiß Molochen. Ach nee, Tigerpanzer. Für mich sind Tigerpanzer immer noch Geräte aus dem Zweiten Weltkrieg. Fickt euch doch ins Knie. Was ist das denn? Wie soll man die denn besiegen? Wenn ich weit weg stehe, dann beschießen sie mich mit Feuer. Wenn ich nah dran bin, dann machen sie Rundumangriff. Was soll das denn? Einfach Yujing besiegen, damit die Ruhe geben, ne? Das ist doch das Wichtigste. So, das war's. Tigerpanzer hat angehalten. Tigerpanzer sind kaputt. Tigerpanzer geben 100 Gold. Tigerpanzer sind toll, wenn sie so viel Geld geben. Tigerpanzer sind optimal für YouTube-Partner. Da lag an die YouTube-Arten der Geld drinne. In den Tigerpanzern. In den Molochen. Also, er heißt Moloche. Das ist nur ins Lächerliche gezogen, diesen Namen. Ich hasse es, ey. Tigerpanzer. Wieso hat man das umgenannt? Moloch. In jedem DW. Und auch in Realms of Three Kingdoms heißen die Moloche. Meine Fresse. Seit Dynasty Warriors 4 gibt's sie. Schon immer Moloche hießen sie. Und ja. Oder Juggernauts. Ne, heißt ja Moloch. In DW7 halt, ne? Und auch in Voice Oshi 3, war ja komplett in Englisch. DW7 Extreme Legends und Voice Oshi 3. So, jetzt möchte ich mal wieder die andere Variante von Gujiam nehmen. Das heißt, ich spiele Gujiam ein bisschen defensiver. Bedeutet, ich spare erstmal ein paar Billardkugeln und jetzt werde ich die alle abschießen. Viel Spaß, Lian! Bam! Holy shit! Geht gut ab! Räumt ordentlich auf. Alle tot, außer er natürlich, ne? Hat schön aufgeräumt, habt ihr gesehen, ne? Die normalen Gegner alle weg. Ist sehr schwer, ich behaupte aus von mir aus selbst. Nicht gerade der beste Gujia-Spieler, wenn man. Ja, ich weiß nicht, wie man hier am besten spielen sollte. Sehr, sehr schwer zu spielen. Echt nichts für Anfänger, der Typ. Aber macht Spaß. Ja, die halten auch nicht für immer, ne? Muss man schon mal loswerden. Das Bild jetzt cool so und jetzt. Pass auf. Und das ist auch geil. Bäm! Was? Geht das gar nicht mehr? Normalerweise könnte man hier. Der Ex-Angriff wurde anders. Nee, doch nicht. Da kamen sie doch runter.
Aber ist ja anders, ist der glaube ich schon geworden, weil so kamen die alle einzeln drunter, ne? Ach, die werden jetzt in verschiedene Richtungen geschossen und machen dann so eine blaue Explosion. Wo ist er jetzt eigentlich Fazing, verdammte Scheiße? Ah, gerade von mir gesprochen. Als Zaus. Ja. Rolling Stones. Fazing ist Rolling Stones Fan. Ach komm, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Kann natürlich auch durchkommen, indem man Musu nimmt, weil in dem Moment, wo man Musu benutzt, ist man unbesiegbar. Kann man also nicht von so einem Felsen erwischt werden, aber... Ja, ich behalte mir den Musu erst. So, mal schau, ich lasse dich jetzt mal einfach links liegen, erstmal. Dein Fahrzeug ist mir wichtiger, denn der stresst unsere ganzen Verbündeten mit so einem scheiß Felsangriff und der muss halt weg. Fahrzeug, du kennst den Spruch, ne? Oh nee, jetzt habe ich Machau und Fazing hier, na super. Beide verschiedene Waffenaffinitäten. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin gearscht. Ich könnte sogar sterben. Gucken, ob ich mich daraus retten kann. Natürlich, du hast das immer hier. Ich hab Skill, Mann. Zumindest sind da Ice Warriors, wie schon gesagt. So, jetzt seid ihr nochmal in Gefahr. Und dann werde ich schon nochmal hier den Wutausbruch entfesseln. Nochmal hier die Axis Krisios. Oh Gott. Okay, dann machen wir einen Luftmusu, um sein Musu da aus dem Weg zu gehen. Und jetzt führen wir das fort, was wir eben gemacht haben. Nicht schön hier. Die unter Beschuss setzen. Schön immer Pressure ausüben, schön Druck ausüben, indem wir die ständig in Schuss halten. So spielt man Gugia. Beziehungsweise ist eine gute Variante, Gugia zu spielen. Hier. Diese schwierige Situation gemeistert ohne Gegentreffer. Oder man nimmt mich der Machau jetzt auseinander. Ja, das war jetzt ein. Ja, das war jetzt ein bisschen dämlich von mir, jetzt den Musu zu aktivieren. Ansonsten die Lanzleistung von mir. Ja, das war so ein. Weil ich ihn nicht gleich gesehen habe, habe ich gedacht, oh, wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot. Deswegen habe ich halt diesen Mist hier aktiviert jetzt. Ist aber auch nicht schlecht. Jetzt kann ich hier an denen wieder hoch regenerieren. So, na dai, der hat hier gar nichts drauf. Hier, den besiege ich einfach hier vom Pferd. Na gut, ich habe Access Riesgos. Aber egal. Das war doch meisterlich gelöst hier. Super. Echt. Heute wieder für Skill am Tag lege, ey. Es ist echt heftig. Hätte ich schon in Ultimate Mode spielen können. Nee, Quatsch. Das macht einfach keinen Spaß, wenn man nicht voll gelevelt ist. Darf man sich echt nicht einen einzigen Fehler erlauben. Ich meine, ich habe eben auch keinen Fehler gemacht, aber Leute, ist doch scheiße zu Let's Playen. So ist auch noch schwer genug. Und ich muss, wenn ich es nicht weiß, gewartet, die Aufnahmen beenden. Ernsthaft. Wird das schon hinkriegen, Ultimate. Aber ist mir zu stressig fürs Let's Play. Ernsthaft. Kann ich auch mit 3x-Billiardkugeln hier erschaffen. Oh, wenn man aber getroffen wird, dann verliert man sie wieder. Das ist auch gefährlich. Bäm! Tja, Jubilian, na, guck's blöd, ne? Nicht cool fühlst du mit deinem Musu. Dann beweise ich dir gerade das Gegenteil. Kugel erzeugt. Ah, hat ihn aber nicht getroffen in dem Moment, wo er uns angegriffen hat. Ist ein bisschen nach vorne gekommen und in den Sog der Kugel gekommen. Erinnert so ein bisschen an ein schwarzes Loch oder so. Hier, friss, Zhuguliang. Kongming. Meisterstratege von Chu. Sleeping Dragon. Der schlafende Drache halt, ne? Das wurde ja gern genannt. Und friss. Na komm, wisst ihr, was wir jetzt machen? So. Zhuguliang, ich hab da was für dich. Bäm! Ah, es ist geiler, wenn ich dann direkt... Oh, gut, dass ich noch Musu übrig hatte. Es ist geiler, wenn ich wirklich dann direkt vor ihm stehe, weil dann trifft wirklich jede Kugel. Oh, und tschüss. Boah, der Luftmusu ist auch geil. Ihr merkt schon, wo hier der Fokus liegt bei Gugia. Nicht bei Musu-Angriffen. Oh, hallo, Zhang He. Oh Gott. Der Zhang He, der verfolgt uns auch echt. Ich find's witzig, dass er in den taktischen Dynasty Warriors-Teilen nicht so schwul dargestellt wird. In Romance of Three Kingdoms wird er nicht schwul dargestellt, er wird nicht in Dynasty Tactics schwul dargestellt und auch nicht in The Legend of Cao Cao. Nur in Dynasty Warriors. Dice Boys 5 bis jetzt. Gut, Freunde. Eigentlich so richtig extrem wird es ab Dice Boys 6.
Gut, Freunde, im nächsten Part machen wir die Verteidigung der Burg fahren. Ich weiß gar nicht, was sich jetzt hier ändert. Kann ich euch gar nicht sagen, was ändert sich denn hier? Ach so, der Flutangriff muss verhindert werden. Ah, nee, Moment mal! Das ist ultra geil! Ich weiß wieder, was es ist. Hier wird jetzt ein What-If-Szenario aufgegriffen. What if, wenn Wu nicht Wei verraten... Nee. Ja, genau. Wenn Wu nicht Shu verraten hätte. So ist das. Das heißt, wir müssen gegen Shu und Wu kämpfen. Das ist richtig heftig. Holy shit. Das wird nice, Freunde. Im nächsten Part. Wir könnten auch schon Yuji in den neuen Charakter spielen, aber das mache ich noch nicht. Oder? Nee, die Verteidigung der Burg fahren ist eine Zaurenschlacht. Hier werden wir Julien spielen. Hier auch. Und ja, das reicht dann. Da haben wir wieder zweimal den neuen Charakter hintereinander, wie wir es damals auch hatten bei Shu und Wu. Ich denke, so machen wir das. Ja, im nächsten Part gibt es mit Zauren eine richtig schwierige Schlacht. Und ja, Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder improvisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.